Wenn du trainieren gehst, woran denkst du am meisten? An das, oder? Nun, du wirst im Winter genügend Zeit indoor haben, deinen Schwung zu trainieren. Stattdessen halte lieber an dein Chipping-Grün an und mache folgenden Test. In diesem Video werde ich den Test selber durchführen und bei einigen der Techniken werde ich erklären, wie du am besten chippen solltest. Die drei Schläge, die du brauchst, sind Putte, Eisen 9 und Sandwich. Das Ziel des Tests ist es, 6 verschiedene Chiparten zu verwenden, um den Ball möglichst dicht an das Loch zu bekommen und dann anschließend den Ball einzuputten. Das Ziel ist natürlich jedes Mal ein Chip und ein Putt. Bei der ersten Station fange mit einem schönen Chip-Putt an. Beim Chip-Putt denkt man an eines: Putten. Wenn ich über den Ball stehe, versuche ich möglichst wie beim Putten zu stehen. Da ist mein Dreieck zwischen meinen Schultern und meinen Armen. Ballposition ist leicht links gegenüber des linken Auges. Und der einzige Unterschied ist, dass ich das linke Bein belaste. Beim Putten belaste ich beide Beine. Die Hände bleiben stabil und sehr, sehr wichtig sind die Schulter. Gefühlt ist das eine Schaukelbewegung, die ich mache. Mein Kopf bleibt aber ruhig, meine Wirbelsäule gerade. So, mein Gedanke ist hier, rechte Schulter hoch, linke Schulter hoch. Und dann lasse ich den Loft von Eisen 9 den Rest machen. Nicht vergessen, deine Routine zu verwenden, also Probeschwünge, wie du es auf den Platz machen würdest. Du hast jedes Mal nur eine Chance. Jetzt ist ein Chip and Run dran, wo der Ball vor dem Grün landet. Dafür kannst du dein Eisen 9 verwenden. Ich verwende hier wieder den Puttergriff mit dem Eisen 9, wie ich das beim Chip Putt gemacht habe, um etwas weiter schlagen zu können. Drehe ich meinen Körper etwas mehr. Gefühlt schwinge ich den Schläger immer noch gerade zurück und gerade durch. Aber da ich meine Hüfte beim Ausholen und beim Durchschwingen mehr drehe, schwinge ich den Schläger etwas mehr um den Körper als beim Chip-Putt. So, jetzt kann man auch sehen, dass die Schulter auch etwas mehr gedreht werden und nicht geschaukelt. Nicht vergessen, das Break zu lesen, auch beim Chippen, nicht nur beim Putten. Am besten spiele den Ball dicht an die Fahne, damit du keine Arbeit beim Putten hast. So, du musst dich auch ein bisschen herausfordern. Und deswegen ist der 25 Meter Chip mit dem Sandwich ein ganz wichtiger Schlag zu trainieren. Warum? Weil es so viel sicherer ist aus der Pitch. Zum großen Teil nimmt man jetzt das Handgelenk aus dem Spiel. Man holt gefühlt bis 9 Uhr aus und gefühlt bis 3 Uhr. Ich sage gefühlt, weil man in der Tat etwas weiter ausholt. So, hier ist es wichtig, die Arme lang zu lassen, den Schläger aber trotzdem weich zu greifen. Und da man den Körper nach rechts viel dreht und nach links viel dreht, und da rede ich über die Hüfte und die Schulter, bleiben die Hände relativ ruhig.
Und damit man nicht hackt, damit man nicht zu steil nach unten springt, ist es sehr wichtig, dass du beim Abspringen den Schläger nicht zu sehr beschleunigst. So, jetzt einen schwierigen kleinen Backup-Chip machen. Da wird dein Gefühl angesagt. Dieser Schlag kommt auch häufig vor. Der Ball muss über ein bisschen Semira fliegen. Also mach mal einen ganz kleinen Chip mit dem Sandwich. Das wird deine Technik testen. Der kleine Chip mit dem Sandwich ist das nächste Level. Da muss die Technik wirklich stimmen. Ich mache das oft bei mir selber oder bei meinen Schülern, als Test zu sehen, ob die Technik stimmt. In diesem Fall habe ich entschieden, den Ball über das Vorgrün fliegen zu lassen und dann nur 50% des Weges rollen zu lassen. Da ich hier ein Sandwich verwende, fliegt der Ball höher. Aber da es ein Sandwich ist, statt ein Eisen 9, ist das Treffen etwas schwieriger. Die Technik, die ich verwende, ist wieder Chip-Putt-Technik. Und jetzt zum Schluss ein langen 30 Meter Standardchip wieder mit dem Eisen 9. Hoffentlich wird deine Dosierung besser als meine sein. So, jetzt stand ich natürlich unter Druck, mein Ziel von 12 Schlägen insgesamt zu schaffen. Und wie bei dem Chip bin ich auf der Amateurseite gelandet. Also nicht genügend Break einkalkuliert. So, ich brauchte 13 Schläge. Was brauchst du? Danke für das Zugucken und bitte like das Video, falls du davon profitiert hast. Tschüss.